Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Jetzt, wo die Übung wieder länger wird und die Adventszeit vor der Tür steht, dann wäre es doch mal glatt, wenn die ganze Familie würde guetzle. Ja, ja, die Kinder sind ja schon am Ausstechen. Viele Backzutaten, die finden Sie jetzt bei Coop besonders günstig. Profitieren Sie doch davon. Damit jetzt aber auch Guetzli besonders gut gelingen, habe ich Ihnen noch ein paar Tipps. Alle die Guetzli, die aus Nussteig sind, wie zum Beispiel Brunzli, Zimtsterne oder Makrönli, die tun Sie beim Backblech zuerst auf eine Backfolie, sodass sie nicht kleben bleiben. Jetzt die berühmten hohen Füssli bei den Enis-Guetzli. Die passieren so, indem Sie die Guetzli auf ein gefettetes Backblech tun, zudecken, das ist wichtig, und etwa 12 Stunden bei Zimmertemperatur ruhen lassen. Die Glasur bei den Mailänderli, da sollte man schauen, dass man nicht nur ein Eigelb nimmt, sondern besser ist ein ganzes Ei. So blättert nämlich die Glasur weniger ab und wenn man noch etwas Zucker drin tut, dann glänzt sie auch noch besser. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim Guetzeln und wir machen noch etwas weiter, gell? Über 100 Coop-Restaurants sind in der ganzen Schweiz verteilt. Sie brauchen also unterwegs oder in der Ferien auf die gewohnte Ambiance oder Qualität nicht zu verzichten. Beliebt sind die reichhaltigen Coop-Zmorgen mit ofenfrischen Brötchen und Gipfeli. Die lustige Patisserie in grosser Auswahl wird meistens gerade im Haus jeden Tag frisch zubereitet. Und die vielen preiswerten Menüangebote kochen qualifizierte Fachleute, die ihr Handwerk verstehen, mit viel Sorgfalt und Abwechslung für sie. Zurzeit ist im Coop-Restaurant ein Pastetli-Festival. Diese Woche gibt es ein Wildpastetli mit einer Füllung aus Hirschgeschnetzeltem und Pilz mit Randensalat auf dem Menü. Jeden Tag ein Äpfel, jeden Tag in Form, das wäre doch ein Leitsatz, wo Sie sich zu Herzen nehmen sollten. Viele Äpfelsorten werden jetzt in Ihrem Coop-Laden in diesen praktischen Tragtaschen besonders günstig angeboten. So, und jetzt schalten wir um in die Studioküche zum Coop-Rezept von dieser Woche. Guten Abend miteinander. Heute steht bei uns auf dem Menü ein gespickter Rindsbrote. Der Coop-Metzger hat uns für 4 Personen 1 bis 1,5 Kilo Rindfleisch gespickt. Der Brote wird in einer Schmorpfanne in Anken oder Fett von allen Seiten gut anbraten, abgelöscht und gewürzt. Wir haben das jetzt alles schon gemacht. Wir geben jetzt hier noch ein halbes Füssli rein, Thymian, Peterli, ein Lorbeerblatt und ein Ägeli. Auch grob geschnittene Riebli und Zwiebeln nicht vergessen. Jetzt lassen wir den Brote während 3 Stunden zudeckt im Ofen oder auf dem Herd fertig schmoren. Nehmen ihn raus und tranchieren ihn quer zur Fasern. Die Soße können Sie, wenn Sie wollen, durch ein Sieb passieren. Der gespickte Rindsbrote servieren wir zu Herdöpfelstock oder Nudeln. Sie wissen ja, das Rezept steht in der Coop-Zeitung. Ein guter. Das wär's gsi. Wir danken fürs Zuschauen und wünschen Ihnen einen schönen Abend. Achten Sie aber noch auf die Aktionen, die gerade kommen, das lohnt sich. Zum Anfang der aktuelle Preisschlager. Bei Coop gibt es den 2er Plastikbob GTI mit Steuerrad in den Farben Blau oder Weiss für nur 45 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Nescore im Nachfüllbeutel statt 13,40 für nur 10,90. Kuchenteig 250 Gramm statt 1 Franken nur 80 Rappen. Und 500 Gramm statt 1,80 nur 1,40. Blätterteig 250 Gramm statt 1,10 nur 90 Rappen. Und 500 Gramm statt 2 Franken nur 1,60. Dillsitterkäse 1A 100 Gramm nur 1,19. Greyerzerkäse Spezial 100 Gramm nur 1,55. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag Coop-Öpfelsaft klar oder naturtrüb 2x1 Liter nach Wahl statt 2,40 nur 1,90. 500 Gramm Brüsseler Endivien nur 1,90. Auf Wiedersehen miteinander.